Jonas, jetzt habt ihr nach Rostock schon wieder so ein Spiel, wo ihr eigentlich einen überragenden Erfolg einfahrt, aber euch noch nicht so richtig aus voller Inbrunst freuen könnt. Wie ist denn das dann emotional zu vertacken nach so einem Abend, wenn man eigentlich gut abhinkt? Ja, stimmt. Das kann man so vergleichen wie nach dem Rostock-Spiel. Wir haben uns natürlich gefreut, aber wir wissen auch, dass es noch nicht zu Ende ist. Ja, das ist ein guter Vergleich. Man hat ja vorher eigentlich das Gefühl gehabt, also wenn man da mit 5-7 aus der Serie in so ein Spiel reingeht, dann muss das irgendwie sich zum Vorteil auswirken gegen eine Mannschaft, die viel Theater gehabt hat während der Saison. Hat sich das auf dem Spielfeld auch so angefühlt? Ich finde, es war ein sehr intensives Spiel. Die haben auf jeden Fall auch alles reingehauen. Es war sehr zweikampfbetont. Das ist immer noch der Bundesliga. Sie sind der klare Favorit. Das ist einfach so. Ich finde, wir haben uns sehr gut gewehrt, haben vielleicht ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, waren noch nicht so mutig, wie es der Trainer gerne hätte. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann mutiger gespielt. Und ja, es war ein sehr intensives Spiel. Ich fand, dass nach dem Führungstor Hertha ein bisschen hilflos gewirkt hat, beziehungsweise das auch so den Anschein hatte, als sei denn irgendwie der Stecker gezogen worden. Ist das denn auch fürs Rückspiel sozusagen ratsam, zu versuchen, die auch moralisch so ein bisschen zu brechen, ein bisschen übertrieben formuliert? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen kompliziert, weil es sind halt zwei Spiele und dann liegst du 1-0 hinten und dann du weißt halt nicht genau, ja eigentlich, wenn du 1-0 hinten liegst, dann willst du alles nach vorne, ja, alle nach vorne rennen, damit du noch einen Ausgleich schießt, aber es sind halt einfach zwei Spiele. Ich glaube, es ist einfach eine besondere Situation irgendwie, dass diese Relegationsspiele. Deshalb wussten sie vielleicht jetzt nicht ganz genau, der eine wollte vorne drauf, der hinten, aber hat sich gedacht, ja gut, wir haben ja noch Zeit, was ja auch stimmt. Und ja, die waren ein bisschen unsortierter dann. Vielleicht hätten wir es noch besser ausnutzen können, aber ich finde, für uns war es ein sehr gutes Ergebnis, auswärts 1-0 zu gewinnen. Glaubst du denn, dass ihr im Rückspiel taktieren werdet oder geht das nicht mit diesem Training? Naja, auf keinen Fall. Also wer uns kennt, wer unsere Saison gesehen hat, der weiß genau, egal gegen wen, Pokal-Halbfinale, wir versuchen Fußball zu spielen, hinten raus zu spielen. Und wir wollen so gut, so mutig spielen, wie der Trainer es von uns erwartet. Und ja, dann schauen wir, was dabei rauskommt. Wie habt ihr denn in der Kabine gestern gesessen? Fröhlich oder euphorisch oder muss man sich da irgendwie so ein bisschen bremsen? Ich bin der Falsche, weil ich hatte Doping gestern. Ich saß gar nicht in der Kabine. Und ja, also ich denke mal, die Jungs haben sich natürlich, also wir haben uns gefreut natürlich, aber das ist halt so, ist ja wie Halbzeit. Ne? In der Halbzeit sitzt man ja auch nicht und jubelt dann in der Kabine. Ja. Haben vielleicht auch schon welche gemacht, weiß ich nicht. Ausgezahlt hat. Also auf der Rückfahrt ist das dann so, dass man da eigentlich direkt den Fokus auf die nächste Aufgabe, auf die zweite Halbzeit stellt oder ist da erstmal runterfahren angesagt? Ja, so ein Zwischending. Also man will so schnell wie möglich nach Hause, ins Bett schlafen, sich erholen. Es hat ein bisschen gedauert, weil viele von Berlin nach Hamburg gefahren sind gestern. Man denkt natürlich nochmal über das Spiel nach, so im Kopf. Und also über das, was man gerade gespielt hat. Und dann will man aber sich einfach erholen, Kopf abschalten. Und ja, jetzt dann heute noch Regeneration, morgen vielleicht noch. Und dann geht natürlich der volle Fokus auf Montag. Gut 20.000 Fans gestern im Olympiastadion, schätzt man so ungefähr von euch. Ne? War ja auch schon zu spüren da, dass da auch eine gewisse ungewöhnlich starke Unterstützung auch für die Auswärtsmannschaft zu spüren war. Wie sehr trägt das, auch im Hinblick auf das Rückspiel, wo die Bude natürlich nochmal ganz anders brennen wird? Ja, also erstmal gestern hat man, also gefühlt war es fast wie ein Heimspiel gestern. Das war echt unfassbar, wie die Fans uns unterstützt haben. Das hat man richtig gespürt auf dem Platz. Und wir freuen uns alle darauf. Wir wissen ja, wie es gegen Hannover war. Wir wissen, wie die Stimmung gegen Freiburg war. Und darauf haben wir alle richtig Bock, mit den Fans zusammen, mit dieser Energie, die uns geben, das bestmögliche Ergebnis einzufahren. Nach dem Spiel gestern war auch noch öfter mal davon die Rede, was eigentlich nach dem Kiel-Spiel so passiert ist. Da ist nochmal irgendwie ein Ruck entstanden, nochmal irgendwie innerhalb der Kabine offenbar was geschehen, was irgendwas freigesetzt hat. Waren das Gespräche oder war das tatsächlich irgendwie, sagen wir mal, eine ganz zielorientierte Aktion von irgendwem, die sich jetzt außerordentlich positiv auszuzahlen scheint? Ja, also bei mir persönlich war es so, dass nach dem Kiel-Spiel das sehr, sehr niedergeschlagen war. Also das hatte ich fast noch nie, dass ich so deprimiert war, weil es auch gegen meinen Ex-Verein war und weil es gefühlt so die letzte Chance war, weil wir meiner Meinung nach viel besser waren, hätten gefühlt 5 Tore machen müssen in der ersten Halbzeit. Aber hatte so das Gefühl, irgendjemand will einfach nicht, dass wir gewinnen und nochmal oben angreifen.
Und ja, dann haben wir uns zusammengesetzt und ein paar Leute haben ein paar Dinge angesprochen, die wir noch einfach dann noch konsequenter machen müssen. Und ja, es war dann auch mal ein bisschen Glück dabei. Der von Kiel schießt den halt rein, die erste Chance. Und der von Hannover oder was weiß ich, da hält Ferro dann den Ball. Und deshalb gehen wir nicht in Rückstand. Und dann ist es hier auch ein bisschen einfacher für uns. Fußballerische Dinge gewesen, die da angesprochen worden sind, oder hat sich das eher so auf die Haltung bezogen? Du sagst gerade, dein Kopf ging runter, irgendwie schwer enttäuscht, so, dass man da jetzt aus dieser Haltung einfach wieder raus muss, wenn man noch was reißen will, oder was waren da so die Kernthemen? Ja, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr zu 100% genau, ich würde jetzt nur irgendwas Falsches sagen. Ja, also ich finde nur, dass man die Mentalität bei unserer Mannschaft in der ganzen Saison niemals irgendwie absprechen konnte. Also wie oft wir noch nach dem Rückstand zurückgekommen sind, in der letzten Minute noch den Sieg geholt haben oder in Aue auch das 1-1 noch zum Beispiel. Also an Mentalität hat es uns von Anfang an in diesem Jahr wirklich an null Mentalität hat es uns gefehlt. Hast du eigentlich so mit diesem Relegationswettbewerb irgendwie eine persönliche Rechnung offen, dieses Mal langsam zu begleichen? Der gilt in Karlsruhe, wir erinnern uns, und in Kiel letztes Jahr auch nicht erfolgreich. Also wird es jetzt langsam mal Zeit? Wie siehst du das? Ja, ich würde natürlich lieber die Relegation gewinnen als verlieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, das ist mein Albtraum, die Relegation. Das waren einfach vor allem hier mit Karlsruhe gegen den HSV. Das waren Erlebnisse, die ich niemals vergessen werde. Das war so ein geiles Spiel hier. Das in Karlsruhe werde ich auch nicht vergessen, vielleicht eher in negativer Hinsicht. Aber irgendwo hat es mich auch zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Also eigentlich bin ich dankbar für diese Erlebnisse. Und ja, so werde ich jetzt auch, also auch das, was gestern passiert ist, werde ich ja niemals mehr vergessen, wie in so einem Stadion mit unserem gefühlt war es ein Heimspiel. Also ja, ich habe jetzt keine persönliche Rechnung mit der Relegation. Also, ja, tolles Erlebnis gestern, aber schadet ja nichts, dann da am Montag nochmal ein Zielpunkt draufzusetzen. Ja, das ist unser Ziel. Vielen Dank von meiner Seite. Nur das kuriose Szene, erste Halbzeit, Robert Klapsel schießt, dann Berliner Arm dran, kann man Elfmeter geben vorher, aber Maxi Rohr mit der Hand dran. Haben Sie es gesehen auf dem Platz oder im Nachhinein, wie bewerten Sie so eines? Ja, ich muss sagen, ich habe auf dem Platz kurz gedacht, oh, war wahrscheinlich Hand jetzt und habe schon gar nicht mehr so richtig jetzt hingeschaut. Und dann habe ich aber gesehen, wie der Schiedsrichter da zum Video-Ding gegangen ist und habe gesehen, dass er sich auch nur diese Szene anschaut. Und ich finde, da hat man es jetzt nicht so, also ich kann mal so sagen, in der Mannschaft, in der ich spiele und Hand spiele, das wird, glaube ich, keine Glücksbeziehung mehr. Ja, auch das gegen Bremen zum Beispiel, mein Handspiel, das ist für mich auch niemals ein Elfmeter, da habe ich einfach irgendwie Pech ein bisschen. Aber ja, also ich glaube, ich hätte, ja gut, ich hätte natürlich gesagt, das ist kein Handspiel und wenn, war es ja irgendwie so ein paar Sekunden vorher, ich weiß gar nicht genau, wie die Regel da ist. Ich glaube dabei, ja. Aber, ja. 3 Sekunden oder? 3 Sekunden vorher, aber. Ja, also ich glaube, es hätte sich auch niemand beschwert, wenn es Elfmeter gegeben hätte, denke ich mal, ja. Ich habe noch einen Abschließer. Ja. Hinten raus, Tim Walter, so im Fernsehen, die Bilder, die man so sah bei euch im Kreis, sehr fokussierte Augen, ja, also sehr kämpferische Gesten so. Kannst du es noch mal ein bisschen beschreiben, wie der einen eigentlich anzündet, dann auch nach so einem Spiel? Ja, auch teilweise häufig in der Halbzeit, gegen Rostock war es schon so, jetzt gestern war es auch ein bisschen so, schon sehr emotional, aber so, er hat irgendwie das Gefühl, wann er was bei uns machen muss, also wann es eher ja, positivere Art ist, eher ruhiger, wann es aber auch mal lauter werden muss und ja, das macht er schon sehr gut. Dankeschön. Danke. Dankeschön.